Eine kurze Erklärung, warum ich CryptoProtect geschrieben habe. Der normale Einsatzzweck ist, ein Mitarbeiter in einer Firma arbeitet an seinem PC, nutzt eine ganz normale Textverarbeitung oder Excel Word, was auch immer, erstellt ein Dokument. In Firmen ist es so, dass diese Dokumente nicht auf der lokalen Festplatte landen, sondern auf einem Dateiserver. Es ist auch nicht bloß ein Mitarbeiter, sondern mehrere Mitarbeiter mit unterschiedlichen Programmen erstellen Dateien und legen diese über die Zeit hinweg auf dem Dateiserver an, sodass sich dort sehr viele Dateien befinden in unterschiedlichem Alter. Wenn jetzt einer dieser Mitarbeiter durch einen Trojaner verseucht wird und er mit seinen Berechtigungen die ganzen Netzwerklaufwerke abscannt, dann ist der Schaden recht groß, weil sehr viele Dateien auf einen Schlag verschlüsselt werden können und die Firma keinen Zugriff mehr drauf hat. Das möchte ich lösen. Die Intention ist, der normale Mitarbeiter braucht eigentlich nur Zugriff auf Dateien, die sich in der letzten Zeit erstellt haben oder geändert haben. In der Regel ist es so, und das kann man durch eine Analyse herausfinden, dass Dateien, die älter sind, zum Beispiel älter als ein Vierteljahr, gar nicht mehr verändert werden sollen und auch nicht müssen und überhaupt generell geschützt sein könnten. Deshalb habe ich mit CryptoProtect einen Weg gefunden, wo ich auf allen Dateien, die ein gewisses Alter haben, über Rechte steuere, dass die Mitarbeiter diese Dateien nicht mehr ändern können. Wenn jetzt ein Schadcode kommt, dann kann er nur noch die Dateien der letzten paar Tage verschlüsseln. Das ist zwar immer noch unangenehm, wenn dann immer noch eine Datei verschlüsselt wird, aber der Aufwand für einen Restore hat sich deutlich reduziert. Und wenn man tatsächlich kein Backup hätte, die Dateien der letzten paar Tage wiederherzustellen, ist zwar mühselig, man kann es auch als Lehrgeld bezahlen, aber es sind nicht alle Dateien, die man entsprechend schützen kann. Vielen Dank.